Rund 26 Millionen Euro lässt sich Maxi Markt seinen Neubau in Ried kosten. 4 Jahrzehnte ist es her, dass der Maxi Markt als erster Verbrauchermarkt der Stadt seine Pforten öffnete. Ich habe feststellen dürfen, dass ich mit dem Maxi Markt nicht nur groß geworden bin, sondern auch alt. Und im Jahre 77, als der Maxi Markt eröffnet wurde, habe ich Matura gehabt. Ne, und wahrscheinlich werde ich mit dem Maxi Markt dann auch in Pension gehen. Mit über 5000 Quadratmetern wird der neue Maximarkt größer als der bisherige Markt. Im neuen Maximarkt in Ried, den wir in einem Jahr eröffnen werden, wird es mehr Parkplätze geben. Und diese 348 Parkplätze teilen sich dann einerseits auf eine Tiefgarage auf, andererseits auf die Freifläche. Es wird die Gesamtverkaufsfläche circa um ein Viertel größer sein. Im Inneren wurde geachtet, dass es eigentlich ein freundlicher Markt wird. Es soll jetzt nicht mehr sein als wir nur eine Kiste, mehr Shopping-Erlebnis, wie es bis dato war, sondern es soll einfach ein Raumerlebnis auch sein für den Kunden. 140 Mitarbeiter waren im bisherigen Markt beschäftigt. 100 von ihnen können in der Übergangslösung im EKZ-Stadion-Center eingesetzt werden. Und die restlichen 40 Mitarbeiter, für die haben wir individuelle Lösungen geschaffen. Das war einerseits eine Qualifizierungsoffensive wie Bildungskarenz. Konkret heißt das, einige holen den Lehrabschluss nach. Genauso haben wir Mitarbeiter in andere Maximärkte, konkret Vöcklabruck und Wels, gegeben. Im neuen Markt werden 160 Mitarbeiter beschäftigt sein. Damit entstehen 20 neue Arbeitsplätze. Auch das gehört zu erfolgreichen Unternehmungen dazu, dass sie das Wort Unternehmer auch als solches verstehen, was von Unternehmern erwartet wird. Nicht auf irgendetwas warten, sondern selbst die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, Kooperationspartner suchen und dann versuchen, am Markt erfolgreich zu agieren. Der Umzug ins Ausweichquartier war erfolgreich. Wir konnten das gesamte Sortiment aus dem bestehenden Markt in das Provisorium übersiedeln, in die Riedauer Straße. Und es ist für unsere Kunden, ausgenommen von unserem Restaurant, das haben wir ein bisschen abgeschwächt in eine Maxi-Jause, konnten wir das gesamte Sortiment für unsere Kunden erhalten.